Hallo, Nani hier. Ich wollte euch heute meine beiden Schätze vorstellen. Zwei kleine Babys, muss man sagen. Und Brüder. Zwei Siam-Kitten. Oder Katerchen, besser gesagt. Und ich muss einfach mal festhalten, wie süß die beiden schlafen. Sie können zwar sehr aktiv und sehr wild werden, wenn sie denn mal spielen und jagen wollen, aber sie sind mindestens genauso entspannt und ruhig, wenn sie dann schlafen. Und insgesamt sind sie sowieso sehr anhänglich und lieb und freundlich und sehr menschenbezogen. Was natürlich schön ist, wenn man auch mal ein bisschen Kuschelbedarf hat. Ich finde es immer schön, Tiere zu streicheln, die auch gestreichelt werden wollen. Und die zwei sind auf jeden Fall von diesem Kaliber. Die kommen auch, wenn sie aufwachen, kommen sie eben nach dem Schlafen zu einem her und wollen erstmal gestreichelt werden. Legen den Kopf an die Backe oder legen sich auf die Brust oder tun den Kopf in die Hand drücken, weil sie eben gestreichelt werden wollen. Ein sehr schönes Gefühl. Und ich hatte eigentlich nie Haustiere. Und das ist für mich das erste Mal. Und es ist ein sehr, sehr, sehr schönes. Eine schöne Abwechslung, sag ich mal, zum normalen Alltag. Ohne Tiere. Es war ein bisschen schade, dass man sie jetzt nur von hinten sieht, aber es ist ja so süß. Aber ich kann auch leicht das Kissen umdrehen. Die sind ja auf einem Kissen. Müssen ein bisschen Platz machen. Tada! Kein Millimeter gehört, ha? Vom Licht. Ich sehe hier die ganze Zeit Streifen auf dem Bild. Ich versuche auch das Video kurz zu halten, dass auch die beiden noch in Ruhe schlafen können. Auch wenn sie streicheln mögen, müssen ja nicht immer gestreichelt werden. Weiche Pfötchen. Die habe ich immer geliebt. Als Kind. Wenn ich irgendwo streunende Katzen gesehen habe, habe ich es geliebt, die Pfoten anzufassen, wenn die so weich sind. Die Tatzen hier, die Fleischpolsterchen unten. Da sie ja noch so jung sind, haben sie noch ganz flauschiges Fell. Vor allem am Bauch. Ich nehme an, das wird später noch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht strohiger, aber etwas härter. Und wird dann nicht mehr so flauschig sein, auf jeden Fall. Aber trotzdem, bestimmt noch kuschelig genug.
Jetzt ärgere ich ihn ein bisschen. Aber man sieht schon, dass sie juckt ihn gar nicht. Wenn die einmal schlafen, dann schlafen sie auch. Ist auch schön. Ja, ich habe noch eine dieser Fellbürsten. Die mögen sie jetzt nicht so. Also nicht, dass sie hassen oder Angst davor haben, aber hatten jetzt nicht wirklich Interesse dafür. Und das erklärt sich ja auch, weil es sind kurze Katzen, die können sich selber und alleine gut genug pflegen und brauchen eigentlich nicht wirklich zusätzliches Fellbürsten, soweit ich weiß. Aber ich denke, es schadet nicht doch, ab und zu mal durchs Fell zu gehen. In längeren Abständen. Ich hole sie mal kurz. Hier ist die Bürste. Die Seite benutze ich auf keinen Fall. Die ist mir viel zu hart, also fühlt sich sehr steif an. Ich glaube, das würde ihn einfach nur wehtun, aber das ist mal die günstigste Bürste. Und die andere Seite hat auch weiche Borsten. Ich gehe ganz leicht drüber. Noch so kleine Würmerchen. Die kann man ja kaum bürsten. Ist noch gar nicht so viel Bürstfläche da. Die werden wahrscheinlich noch mal doppelt so groß, wenn sie voll ausgewachsen sind. Dann hat man vielleicht auch ein bisschen mehr zu bürsten. Aber im Moment kann ich, glaube ich, nur so ein bisschen über den Rücken. Das war es dann auch. Kleine Strecken. Meine schicke Frisur. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefallen die beiden so sehr wie mir. Und ich werde bestimmt nochmal Videos von denen hochladen. Ich bin sehr froh, dass ich die zwei jetzt habe. Dankeschön.